Ein guter Mann. Viel Spaß euch beiden. Das haben wir also auch geschafft. Das zweite Icht. Oh, die Insel der Toten. Waren wir da schon mal? Weiß ich nicht. Apropos, wir haben an der Schwertküste nicht gefragt wegen den Gargoyles. Ach, ich habe so keinen Bock auf die Gargoyles, ehrlich gesagt. Finde ich auch irgendwie so eine unnötige Sache. Bedeutet, wir müssen zum Hohen Rat dann. Gut, dann machen wir das noch. Ja. Dab, 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 dab. So, Abspeichern. Insel der Toten habe ich hier nicht zufällig. Aber nee, habe ich nicht. Aber dann ab nach Caldera. Und dann. Achso. Ach, den Kleinen nehme ich jetzt mal nicht mit. Der wird schon sein Aurikulki finden. Moment! Was auch immer es ist! Okay. Tschüss. Ihr kümmert euch schon drum. Ihr schafft das. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Wie kann ich meine Feuerwaffen verbessern? Was willst du denn wissen? Oha. Ich würde gerne Scharfschütze werden. Nervenstärke ist für einen Scharfschützen das Wichtigste. Nur wenn du wirklich die Ruhe hast und bis zum Ende zielst, kannst du Präzisionstreffer landen. Also ziele immer möglichst lange. Alles klar. Ich möchte meine Flinten schneller nachladen. Eine Muskete oder eine Flinte schnell und zügig zu laden, kann entscheidend sein. Lerne dein Gewehr kennen. Und vor allem, pflege es immer gut. Eine klemmende Zündpfanne kann dich wertvolle Sekunden kosten. Okay. Muskete 2 wäre das, ja. Ich will ein Meister mit der Muskete werden. Du musst auf alle Kleinigkeiten achten. Der Wind, die Entfernung und die Bewegung des Ziels. All das hat Einfluss auf dein Trefferbild. Also versuche immer alle Faktoren zu beachten, bevor du abdrückst. Gut, dann war's das. Wie kann ich... Was? Komm, wir lernen jetzt noch das. Kannst du mir zeigen, wie man Feuerwaffen baut? Grundvoraussetzung ist eine gut ausgestattete Werkbank. Dort findest du alle Werkzeuge und Utensilien für den Bau und die Reparatur von Flinten und Pistolen. Aber du brauchst noch einen Bauplan. Für jede Waffe ihren eigenen. Dort findest du alle Rohstoffe und Arbeitsabläufe aufgelistet. Was dir dann noch fehlt, ist die nötige Ruhe und Fingerspitzengefühl. Gut, falls man das vielleicht doch nochmal brauchen sollte. Wir haben genügend Kohle. Wir haben Feuerwaffen 10. Wir haben halt die Meerschaumpfeife. Das war der große Unterschied. Ich habe alles gelernt. Hierfür bedeutet, wir könnten Härte lernen. Und damit haben wir auch nochmal was für Härte. Apropos für Härte, wir haben noch Benutzbares, nämlich... So, das haben wir auch noch. Okay, dann würde ich nochmal... Ich will mich da nicht interlokutieren, aber was soll... nee, da ist Juan. Ich will hier kurz... Kommt der Kleine mit? Haben wir den Kleinen überhaupt mit dabei? I don't know. Ich will auf jeden Fall nochmal hier was scheffeln. Und Zeug. Ich meine ganz ehrlich, ich werde mir nicht 27.000 Kugeln kaufen. Vielleicht werde ich mir jetzt ein bisschen weniger kaufen, aber ich werde mir was holen. Kannst du... Meister Godin, aber... Na gut. Lass uns... Duellpistole, abgesägte Büchse. Guck mal, ja. Lass uns. Oh, so viele Kugeln hat er nicht immer dabei, ne? Lass uns. So. Lass. Lass uns. Lass. Sorry, dass ich die ganze Zeit den Typen so. Dränge, wir haben 1,4.
Lass uns. Komm, wir machen noch ein paar. Lass uns. Lass uns. Ich will einfach nur jetzt bis zum Spielende keine Kugel mehr kaufen müssen. Lass uns. Das letzte Mal, komm. So, 2000. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht mehr. Gut, dann haben wir das. Ab zurück zum Schiff. So, ich rede mal nochmal mit meinem Kumpel, mit dem Aurikulki. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Nichts. Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Tja, mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei. Mhm. So. Die Gargoyles von Marakai sind Geschichte. Sehr gut. Das lässt mich wieder ruhiger schlafen. Jetzt musst du nur noch die Eier finden und zu mir bringen. Ja, dann? Ich weiß. Ich mach das schon. Das will ich hoffen. Denn du weißt ja, was passiert, wenn wir versagen. Hier hast du die Gargoyle-Eier von Marakai. Ha, ich habe es doch gewusst. Die Biester sind berechenbar. Sagte ich dir das nicht? Ja, ich denke, sowas in der Art hast du mir gesagt. Das hast du gut gemacht. Du bist ein wahrer Held. Kammerjäger ist wohl passender. Ich könnte nochmal sagen, die Bucht von Marakai ist sauber. Komisch. Die brauchen wir doch nur einmal. Gut, dann haben wir das. Was haben wir denn noch für Missionen zu tun? Marakai. Totenruhe. Ja, Totenruhe ist halt das Problem. Garcia Schiff, das machen wir als letztes. Die Sturminsel der Schwarm. Ah, okay. Das sind die Gräber. Ja gut, dann sind wir ja so weit wie durch. Dann nur noch nach... nicht die Sturminsel, nicht die Schatzinsel, sondern noch Marakai nochmal. Weil dann muss ich mich ja hier nicht mehr krumm buckeln, Hammer. Komm mit. Kein. So, dann komm noch mal mit. Apropos, ich gehe vielleicht erstmal pennen. So. Das Wetter geht. Ich kann halt nicht mal. Ich reise nicht mal schnell, sondern. Oder weißt du was? Ich nehme. Ihn vielleicht mit. Komm mit. Nix. Wir sollen. Gut. Komm mit. Yep, yep. Na, komm mit. Kleiner Mann. Kleiner Dieb, du. So, wir reden jetzt noch mit dem General hier. Ah, ne, ich glaube, das wird noch nicht viel bringen, ne? Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Na dann, lass mal hören. Die gute Nachricht ist, ich habe Garcia gefunden. Die schlechte ist, dass Corrientes tot ist. Was? Wie konnte das passieren? Garcia muss Corrientes auf seinem Weg ins Dorf überfallen und getötet haben. Anschließend hat er seine Sachen geschnappt und sich als Inquisitionskommandant ausgegeben. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Was ist mit Garcia? Lebt er noch? Nein, er ist tot. Dann hat er wenigstens gekriegt, was er verdient hat. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Ich weiß jetzt, was mit der richtigen Expedition passiert ist. Ich höre. Garcia hat ihre nackten Leichen in einem Ahnengrab versteckt. Die Eingeborenen kümmern sich jetzt um die Toten. Verstehe. Andal Corrientes hatte sich sicherlich ein anderes Ende vorgestellt. Danke für die Nachricht. Na, tut mir leid, ne? Keine bessere für euch. So, wir müssen zum Schiff. Ich würde halt nur noch zum Schiff gehen jetzt von ihm. Das müsste hier lang sein.
Wir haben gut Munition, also sollte es eigentlich auch ganz gut laufen. Ich würde mir nicht vorstellen, wie es sonst anders hätte laufen sollen. Übrigens könnten wir tatsächlich von dem einen Grab diese Maske klauen, was wir jetzt nicht tun. Weil wir ja dann in einen riesigen Kampf verwickelt werden, wahrscheinlich. Jaffa ist hinterher. Hier sind neue Gegner, ha? Huh? So. Na komm, Jaffa. Kleiner Dieb, du. Okay, also ehrlich gesagt, das Schießen ist jetzt mittlerweile sehr flott geworden. Durch den Perk, den wir jetzt gerade bekommen haben. Wir sind Truthahn. Mal gucken, ob wir jemals 2000 Schüsse aufbrauchen werden. Wenn nicht, ich bin voll dabei. Oder wer bist du denn, Kumpel? Was machst du denn hier alleine? Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Also bin ich in den Dschungel und hab mich versteckt. Ich hätte genauso gehandelt. Mir blieb leider nichts anderes übrig. Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Corrientes ist tot. Garcia hat ihn und den Rest der Expedition getötet. Oh nein, ich hab's befürchtet. Du solltest zurück ins Basislager gehen. Das werde ich. Danke für die Nachricht. Gerne. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Ah, das war der. Ich erinnere mich. Okay, jetzt sind wir leicht OP, würde ich sagen. Oh ne, das Spiel wäre fast abgestürzt, ne? Einmal speicheln. Daneben. Naja, wenigstens etwas. Schon was Besonderes gefunden? Schon was Besonderes gefunden? Ich habe es noch nicht. Okay. Nichts. Ja, der Kleine hat wohl sauber gemacht hier. Eine Truhe. Da hinten ist der Kahn von ihm. Eine Rassel, okay. Eine Voodoo-Rassel dann halt. Rassel Pro. Gut gemacht. Hast du ihn auseinandergenommen? Perfekt. Da vorne ist ein Schiffchen. Ein Bötchen. Los geht's. Ich schneid dich in Streifen. Bevor ich den auch noch weg. Das ist gar nicht meine Absicht. Aber so ist das nun mal. Wir sind der letzte Kumpel. Du bist so gut wie tot.
Ja. Dann komm mal lang, Kumpel. Hasenfuß! Alter, diese Gewehre, ne? Also, ein Grog, wow, okay, gut. Ohne Mist, ne? Also diese Gewehre gehen mir gerade leicht auf den Keks. Dann ist eine Machete. Ein Schinken. Ein Schädel. Ein Patronenbeutel. Okay. Eine Ratte. Hier ist ein Notink. Ein Goldbeutel, 50 Gold. Sehr schön. Da oben ist niemand. Hier ist nüchter. Mal sehen. Nichts Interessantes. Ah, hier. Beim letzten Nachtgang auf Antigua habe ich hinter dem großen Wasserfall und Felsen eine Höhle entdeckt. Am Ende der Höhle habe ich meinen Schatz vergraben. Der Eingang kann nur durch das Lösungswort Garcia ist der größte. Aha. Der Kerl hat echt einen an der Waffe. Den hat er. Hat er den Grabungsort aufgezeichnet. Das scheint ich mir nicht. Haben wir schon gefunden. Seite steht noch etwas für mich. Der schwarze Hund hat sie alle gegen mich aufgehetzt. Eine Meuterei ist kaum noch zu finden. Trotz allem werde ich mich nicht davon abhalten lassen, den Tempel des Feuers zu finden. Wir werden mich kennenlernen. Eine Schatzkarte. Okay. Übrigens sieht das Schiff fast genauso aus wie unsers. Da lasse ich nicht viel Mühe. Also nein, es sieht genauso aus wie unsers. Aber das ist okay. Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua vergraben. Das Passwort für den Eingang lautet... Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen. Gut, dann speichern. Es wird... Antigua. Verlassen wir die Insel. Oh, schönes Wetter. Ich weiß nicht, ob ich sie mitnehme. Ob ich ihn mitnehme. Hey, Kumpel. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Dankeschön. Komm mit. Claro. Du bist der Beste. Tja, und da ist der große Wasserfall. Und da reisen wir einen Schnellstart. Okay. Dann. Garcia ist der Größte. Mal sehen. Garcia ist der Größte. Wie eingebildet kann man nur sein. Ja. Oh Gott. Kannst du bitte mal... Danke. Apropos, soll ich... Hier gibt's nichts zu holen. Sollte ich lernen, ein bisschen härter zu werden. Und das ist ja die große Möglichkeit, die ich jetzt hätte. Okay. Keine Ahnung, laufen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Was haben wir in der Kiste? Einen Hammer. Und einen Trank der Überzeugung. Okay. So. Warst du sauber, kleiner Mann? Ich hoffe. Also ich muss schon zugeben, ich mag ihn. Ich mag ihn auch als Char. Aber... Ah, hier ist Erz. Nehmen wir trotzdem mal mit. Auch wenn ich es nicht mehr brauche. Jop. Jop. Passt. Drei Schläge, fünf Brocken. Hey. Mhm.